Good morning in the morning oder auch vielleicht nicht guten Morgen, denn es ist 17 Uhr. Aber das ist egal, weil wir haben gerade gefrühstückt und zwar in diesem cuten Restaurant. Dann seht ihr, wie es da aussah. Heute bis 15 Uhr geschlafen, war auf jeden Fall sehr krass. Du, ich nicht. Ja, ich. Das war's. Und ja, wir laufen jetzt los. Nora Le Advisor hat für heute einige Sightseeing-Spots gesucht. Die werden jetzt abgeklappert. Ich zeige euch die Eindrücke von Sevilla. Bis jetzt Ghetto. Einfach Buxtehude. Und ja, genau. Das ist eigentlich der Plan für heute. Und heute Abend gucken wir noch das Hertha-Spiel, Relegation, im Fernsehen. Die Herthaner müssen die Hamburger besiegen, damit sie in der Bundesliga bleiben. Und ja, das ist eigentlich alles. Zwei Tage noch in Sevilla, dann geht's zurück nach Berlin und dann geht's auch schon nach Paris für die nächste Reise. Nur am Reisen, Meisen. Wir gehen jetzt erstmal los. Wir haben hier was Beautiful entdeckt. Wir sind an so einer, ich weiß gar nicht, Nora führt uns immer irgendwo hin. Heute ist der zweitwärmste Tag. Gestern war der kühlste Tag mit 37 Grad. Heute sind es 39 Grad und morgen 40. Ich schwitze gar nicht. Gar nicht. Wir sind an dem Hauptplatz angekommen oder sowas, glaube ich, oder? Ist es so? So von der Kathedrale hier. Es ist unglaublich warm, immer noch. Es wird, vor allem, ihr müsst überlegen, es ist einfach 18 Uhr. 18.17 Uhr, fast halb sieben. Es brennt. Ich meine, die Palmen sagen, da, die Palme sagt schon alles. Es ist unglaublich warm. Aber naja, wir gehen jetzt weiter. Ja, das sind wir. Ja, mit dem Löwen da. Einfach im 12. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert? Da war ich noch nicht geboren. Sag los. Niemals. Ist das 12. Jahrhundert 1100 blablabla bla bla, oder ist das 12. Jahrhundert 1200 blablabla? Bla bla? Quizfrage. Freunde, schreibt es mir in die Kommentare und dann schauen wir mal, wer von euch klug ist und wer nicht. Ich bring's euch auf jeden Fall bei. Ich habe was gefunden, Freunde. Ich habe was gefunden. Ich brauche das jetzt. Nein, ich kann doch nicht. Das ist dreckig. Ich wollte mir damit mein Gesicht waschen. Ich habe doch gebadet. Nora hat mir unsere Flasche gegeben. Das Wasser schmeckt übrigens richtig gut, ne? Nein, Spaß, es ist Schweiß. Nein, es ist nicht. Nobody knows. Worum geht's, Schatz? Ey, wie kann es wirklich, ich mein's ernst, wie kann es 19 Uhr fast sein und das Ding dröhnt auf meinen... Aber es macht Spaß. Ich will jetzt wirklich nicht fronten oder so, ne? Aber sieht der Typ nicht ein bisschen aus wie Palpatine von Star Wars? Ist jetzt kein Front oder so? Ich meine. Ey, ich verstehe das nicht, ne? Es ist so schwül. Ich glaube, ich krepiere noch. Mach jetzt nicht so ein Drama. Sieht man es mir an? Sieht man es mir an, dass ich tot bin? Ey, würde es in Berlin so warm sein, um 19 Uhr? Boah, ich wäre so schnell raus aus Berlin. Die Armen, wirklich, die Pferde tun mir so leid. Weißt du, wieso die Pferde mir leid tun? Ich kann das nachempfinden. Ich habe auch so eine dicke Haut wie die. Wir fühlen, wir haben dasselbe Gewicht und so. Weil ich bin praktisch ein Pferd. Mein Kosename ist Pegasus.
Was geht? Wir sind im Hotel. Wir sind tot, wir haben gerade gegessen, Attack on Titan geschaut, wir sind gerade bei Staffel 3. Noah ballert gerade durch, ist jetzt zweiter Anime. Ich bin noch am überlegen, was ich als nächstes mit dir gucke, aber erstmal muss noch Attack on. Ja. Doch, doch. Das ist immer bei Nora so. Sie sagt immer nichts und dann gucken wir doch noch. Also, auf jeden Fall sind wir wieder im Hotel. Tag 2 somit zu Ende. Ich muss jetzt noch ein Placement machen über I'm the Max Level Newbie von Webtoon. Vielleicht ist das Video auch schon online, wenn das hier rot. Ach, keine Ahnung, ich rede hier irgendeinen Schuss. Auf jeden Fall muss ich jetzt noch arbeiten. Das ist 0.27 Uhr. Wir wollten heute früher ins Bett gehen. Hat wieder hervorragend geklappt. Ich werde auf jeden Fall jetzt wahrscheinlich so eine Stunde brauchen, bis ich ins Bett kann. Wird cool. Wir sehen uns auf jeden Fall. Das wird schlimm. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen, weil morgen hat meine Freundin sich gedacht, machen wir richtig viel Action, viel Laufen, viel Spazieren, viel Sightseeing. Geil. Ne? Aber drin, unter anderem. Freunde, ich werde jetzt ein bisschen hustlen und wir sehen uns dann gleich wieder. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich fresse Eiswürfel, damit es kalt ist. Es ist der Tag 2. Wir sind in irgendeiner Kathedrale. Ich gehe jetzt rein. Es ist so. Es ist vorbei. Wir sind hier. Ja, die Musik ist auf jeden Fall so, als ob ich gleich in den Himmel aufsteige. Valhalla ruft mich. Wir sind auf jeden Fall jetzt in dieser Plaza de España. Sieht ziemlich cool aus an sich. Hat so einen voll den Burg-Vibe. Ich zeige euch mal gleich ein paar Ausschnitte. Ich kann einfach nicht mehr. Ich rede seit 2 Vlogs darüber, wie warm es ist. Es geht einfach nicht. Aber es ist wunderschön. Schlau im Leben sein. Handtuch mitnehmen und ab und zu abkühlen. Viel zu warm. Viel zu warm. Ich sag das zu oft. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe, aber es ist immer noch viel zu warm. Überall sehe ich immer wieder diese spanischen Tänze und so weiter. Diesen Stepptanz. Erinnert mich sehr an Bilal Stream, by the way. Ja, es ist halt so richtig klassisch. Ja, klassisch spanisch. So nimmt man sich halt diese Spanien-Sache. Fehlt nur noch, dass hier irgendwo ein Stierkampf ist. Dann geht's ab. Gucken wir uns jetzt noch hier ein bisschen was an und dann geht's auch schon direkt weiter. Ich hoffe, euch machen solche Vlogs Spaß. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja. Wo ist eigentlich meine Freundin? Ich gehe sie mal suchen. Aha, da ist sie doch. Ich hätte gerne jetzt spanische, traurige Musik. Es könnte nämlich mein letztes Video sein. Wir laufen gerade die Treppe hoch. Nora dachte sich, lass uns doch einfach da hochlatschen. Also, ich bedanke mich bei allen. Mama, ich liebe dich. Eva, mach keine Faxen. Thomas, bleib wie du bist. Bilal, ich liebe dich, Bruder. Satu, du bist ein Hund. Ich liebe dich aber auch trotzdem. Ich weiß nicht mal, ob man hier oben da sein darf. Hat schon was. Schon schön. Sevilla. Nora meinte, wir machen uns langsam auf den Weg zurück. Ich höre die ganze Zeit Eren Jäger neben mir. Oh. Oh. Geil. Schatz, möchtest du auch noch was sagen? Wie gefällt dir das Wetter so? Es ist hart. Boah, Zaubertrick, es ist offen. Wusstet ihr, oder wusstest du auch, es geht an euch alle, wenn du schlürfst, schmeckst du mehr von dem Getränk. Probiert's aus. Einmal eins mit Megure. So, ich glaube, das ist endgültig der Untergang von mir. Wir fahren jetzt noch Fahrrad. Danke, Deutschland, ich grüße euch. I'm not afraid to
dancing all these tears away. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these fears away. Don't need you. Wir fliegen jetzt weiter nach Berlin. Zwischenstopp, fast den Flieger verpasst. Aber egal. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, euch hat der Vlog Spaß gemacht. Ansonsten, Kuss geht raus. Also eigentlich sollte der Vlog bei der letzten Sequenz enden, aber ich meine, es kann auch nichts besser laufen, als dass man 8 Stunden unterwegs ist und dann kommt mein Handgepäckkoffer so an. Ihr seht richtig. Cool, natürlich. Ich glaube, das ist der perfekte Moment, um euch einfach zu sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Bye.